Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder ein weiteres Minigame. Und zwar spiele ich heute mal ein Boss-Battle und zwar gegen Pennywise, den Clown hier. Ich denke mal, die meisten von euch dürften diesen Clown schon kennen. Jedenfalls derjenige, der den Film S angeschaut hat. Ich habe ihn auch angeschaut, könnt ihr natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dieser Clown hier, Pennywise, ist natürlich ja nicht gerade so ungefährlich, wie die meisten von euch wissen. Und falls ihr den Film natürlich noch nicht gesehen habt, auch nicht so schlimm. Ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was man so alles machen kann, was der Clown so an Fallen drauf hat und so weiter. Und zu Anfang, hier gibt es ja drei unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, Easy, Medium und Hard. Und ich habe das Ganze schon mal ganz kurz so ein bisschen ausprobiert, wie das halt funktioniert. Und ich kann euch wirklich sagen, also ich weiß nicht, wie es auf Hard ist. Easy ist halt schon extrem schwierig, wie ich finde. Und ja, hier ist der Clown schon mal cool in 3D gemacht. Hier steht nochmal der Ersteller, alles cool gemacht. Und ja, bevor es losgeht, falls ihr mehr von solchen Minigames sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch noch sehr gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich auf Play, let's go. Und hier ist jetzt der Clown Pennywise. Und hier steht zum Beispiel Lives, genau, da haben wir einfach drei Leben. Do you really want to quit? Kann ich Yes drücken, wenn ich das Spiel halt verlassen möchte. Oder ich kann hier auch drauf gehen. Und hier steht halt, was ich alles machen muss. Und oh mein Gott, da kommen schon gleich mal seine ersten Fallen sozusagen. Und was war das denn gerade? Okay, da kommt schon direkt die zweite. Okay, da muss ich auch ganz kurz mal ausweichen. Das hier sind nämlich... Okay, das war jetzt nämlich falsch. Oh mein Gott. So, genau, Blöcke, wo man sich teleportieren kann. Das war zum Beispiel gerade so ein Feuersturm. Und was ich jetzt machen muss, das steht auch im Chat. Ganz einfach, ich muss seine Augen zerstören. Und diese Augen haben, oh mein Gott, zwei verschiedene Stufen. Und das sieht man zum Beispiel, die ist jetzt komplett rot. So, hier muss ich wieder ausweichen. Und genau, jetzt hat er auch geblinzelt. Ja, jetzt hat mich der Sturm hier erwischt. Und wenn er einmal geblinzelt hat, geht das eine Stufe sozusagen zurück. Dann hat er sich halt erholt. Und jetzt kommt zum Beispiel, was jetzt gerade nicht so, oh shit, nice war. Da ist jetzt genau sein Mund aufgegangen. Und da kam einfach ein Feuerball raus. Und diesen muss ich jetzt einfach so auf einen Ballon richten. Und das ist halt eben so das Schwierige daran. So, noch eine Stufe. So, jetzt hier vielleicht. Okay, perfekt. Und mal schauen, ob ich das direkt schaffe. Ah, schade, leider nicht. Okay, auf jeden Fall, so ist jetzt der Clown über den Bildschirm geflogen. Jetzt bin ich ein bisschen schwindlig. Also ihr merkt auf jeden Fall schon, es gibt echt extrem, oh nein, viele Fallen. Und ich denke mal, so, da killt mich jetzt nicht der Sturm. Okay, der endet zum Glück. So, perfekt. So, dann hier nochmal das Auge, also die Augen abzuschießen. Gehen jetzt nicht unbedingt so schwer. Und okay, da kommen wieder so ein paar weitere Fallen. Er darf jetzt echt nicht blinzeln. Und er hat wieder geblinzelt. Oh Mann, Leute. So, jetzt wird mir schwindelig. Aber ich kann trotzdem mal versuchen, den Ballon abzuschießen. Ja, und ich habe es geschafft. Perfekt. Das heißt, der erste ist schon mal zerstört. Und wie zum Beispiel auch steht, genau, the first stage is completed once all four balloons are popped. Das heißt, alle vier muss ich einfach abschießen. Und wie oft ist jetzt gerade, bitteschön. Oh Gott, da kommen schon die nächsten Fallen. Die Übelkeit gekommen. Und ich habe zum Glück noch alle drei Leben. Ich darf jetzt echt nicht so sterben irgendwie. Nämlich geht es danach natürlich auch noch weiter. Also es ist... Oh nein, das ist richtig knapp. Das hört nicht einfach auf, sobald ich alle zerstört habe. Aber dass er wenigstens schon mal so seine Augen verliert. Okay, und ich glaube mal, das waren nur so kleine Bomben hinter uns. Und... What? Oh mein Gott, okay, da war ich gar nicht drauf vorbereitet gerade eben. Aber ich finde es auf jeden Fall echt... Ah, jetzt hat er wieder geblinzelt. Extrem cooles Minigame. Und jetzt vielleicht... Komm, komm, komm. Das könnte gut was werden. Ja, okay, perfekt. Ihr merkt schon, auf Easy dauert es auch schon so seine Zeit. Und... So, okay, komm, komm, komm. Ich will da jetzt nicht unbedingt sterben. Ich glaube mal... Okay, das kommt doch wieder von der anderen Seite. So, schnell hier lang. Perfekt. Und... What? Oh mein Gott, der ist jetzt wieder von der Seite gekommen. Und ich zerstöre jetzt mal wieder seine Augen. Ich gehe jetzt mal am besten in diese Richtung. Okay, ich habe es nicht geschafft. Oh nein, und die werden mich hoffentlich jetzt nicht killen. So, komm, ich glaube mal... Ja, okay, die kann ich sogar mit dem Bogen abschießen, wenn es geht. So, jetzt vielleicht. Perfekt. Und ich glaube mal, jetzt blinzelt gleich wieder so der Clown. Aber es sieht noch alles gut aus. Und ich glaube mal... Ja, da treffe ich auch. Nice, Leute. So, wirklich nur noch ein Ballon. Und dann muss ich schauen, so was ich danach machen muss. Ich glaube mal,
So, ja, das war's bisher, oder? Okay, ja, also da stehen noch keine neue Info. Und jetzt kommen einfach Wurfmesser oder Schwerter eher gesagt. Oh mein Gott, Leute, die sind echt ziemlich stark. Okay, so, dann schieße mal das linke Auge hier ab. Also sieht jetzt vielleicht so etwas, nein, leicht aus am Anfang. Aber ist es eigentlich noch nicht mal. Und die haben mich einfach runtergeschlagen. Was soll das denn? Wo soll ich am besten hinstehen? Hier ist so die Mitte, da kommt der Feuerball raus. Und nein, nicht, dass sie mich jetzt gleich wieder runterschlagen. Ich kann leider auch nicht spammen, da wir natürlich in der Version 1.12 sind. Und er hat wieder geblinzelt und jetzt kommt nochmal der Feuersturm. Leute, Leute, wie soll das denn jetzt weitergehen? So, da kommt er nochmal. Und ich glaube mal, jo, der kommt jetzt da nochmal. So, nochmal teleportieren. Perfekt. Und bitte lass jetzt erstmal keine Falle kommen. So, dann nochmal da hier. Und ich glaube mal, habe ich den getroffen? Ich habe getroffen. Okay, was passiert jetzt, Leute? Shoot the center of the four remaining cores. The next stage begins once of all them are charged up. Und oh mein Gott, was kommen jetzt für Fallen? Das heißt, muss ich da drauf schießen? Ich glaube mal schon. Okay, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, genau, was aktiviert. Das ist jetzt rot da vorne, oder? Ja, das leuchtet auf jeden Fall rot. Der jetzt auch. Und ich darf jetzt nicht sterben. Komm, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe doch gewusst, da kommen wieder die kleinen, genau, so Ballons und versuchen, einen runterzuschlagen. Und ich glaube mal, habe ich es jetzt geschafft? Ich habe doch alle abgeschossen, oder? Oder muss ich dann nochmal drauf schießen? Zweimal wirklich? Ich glaube mal schon. Was? Okay, und ich bin einfach fast down. Verbindet sich da irgendwie was? So, perfekt. Das heißt, ja, mit seinem Auge verbindet sich das. Das ist extrem nice gemacht. So, wie kann ich jetzt so, oh mein Gott, Leute. Ich will jetzt gleich nicht alles nochmal von vorne machen. So, wie kann ich jetzt den oberen da bitte abschießen? Ja, das habe ich geschafft. Und ich glaube mal, man muss sogar, muss man da zweimal treffen? So, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ich warte einfach mal, was mit dem passiert. Mir ist jetzt nochmal schwindelig geworden. Und ich glaube, ja, okay, ich muss die zweimal abschießen. Aber das sieht halt echt schon mal cool aus. Also ein echt geiles Boss-Battle. So, und oh nein, jetzt kommen diese Teile hier wieder. Den weiche ich natürlich so geschickt aus. So, dann nochmal hier nach oben schießen, wenn ich das mal schaffen sollte. Jawohl. Und dann nur noch so nach da unten. Muss ich auch noch zweimal treffen. Und jetzt sind alle vier Augen aufgeladen. Und was passiert jetzt? Der hat den Mund kurz aufgemacht. Und mal schauen. Er hat jetzt wieder die Augen auf. Er lässt ganz viele Bomben fallen. Ich habe leider kein Schild, das ich benutzen kann. Oh mein Gott. Oder was es auch immer ist. Vielleicht Ballons? Ich habe keine Ahnung. Und was muss ich jetzt machen? So. Whenever Pennywise laughs, shoot into his open mouth. Okay. After 5 successful hits, he's finally defeated. Was? Ja. Nice. Ich habe ihn kurz mal getroffen. Okay, Leute. So, dann muss ich nochmal das hier beenden. So, beziehungsweise ich muss das hier nochmal überleben. So, und ich glaube mal, das war's auch schon, oder? Ja, okay. Und jetzt vielleicht gleich nochmal. So, komm, lach auf jeden Fall mal so, bitte, Pennywise. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber bitte keine, so, Schwerter. Das will ich ungern. Und, Alter, wie viele kommen da bitte? Aber ich glaube mal, jetzt müsste er gleich wieder lachen. Nein! Oh mein Gott! Okay, er hat den Mund gerade wieder so zugemacht. So, jetzt wieder. Ja, okay, das hat gezählt. Perfekt, Leute. So, also ich glaube mal 6-mal, oder? Okay, nee, nach 5-mal. So, jetzt nochmal. So, 3-mal habe ich schon getroffen. So, jetzt kommt gleich wieder der Feuersturm. Und es war leider die falsche Seite, die ich ausgewählt habe. So, und hat, glaube ich, wieder gelacht, soweit ich weiß. So, da warte ich jetzt nochmal drauf. 2 Leben habe ich zum Glück noch. Und jetzt nochmal. Ja, 4-mal. Okay, jetzt muss ich nur noch 1-mal treffen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich dann endlich so den Clown besiegt habe. Und da lacht er nochmal. Okay, das war leider zu spät. So, hier nochmal lang. Und beim nächsten Mal, glaube ich, so dürfte ich ihn killen. Komm, ich spam da jetzt einfach mal drauf. So, aber es kommt doch mal so eine Falle. Und ich habe ihn getötet. Was? Ich glaube mal schon. Okay, congratulations, you defeated Pennywise. Sehr schön, Leute. Und das Ganze müsst ihr euch überlegen, gibt es halt noch in Medium und Hard. Also ich gehe mal auf Hard. Und ich denke mal, da kommen einfach die Fallen ein bisschen häufiger. Und what? Okay, Moment mal. Die Augen sehen auf jeden Fall jetzt so ein bisschen anders aus, glaube ich. Und ja, genau. Er blinzelt vielleicht auch etwas öfter. Also ist, glaube ich, nicht so gerade leicht. Und ich bin einfach schon fast down.
Aber Leute, so, ihr könnt es natürlich selber mal gerne ausprobieren. Ja, jetzt habe ich nur noch 2 Leben direkt. Er hat wieder geblinzelt. Und ich glaube mal, hart ist halt echt richtig schwierig. Und komm, einen Ballon will ich vielleicht zerstören. So, wenn es geht. Und ich hab's. Ja, perfekt. Okay, geschafft. Aber es kommen halt... Oh mein Gott, da vorne... Vorher zum Beispiel bin ich noch nie bei der Falle gestorben. Also ist auf jeden Fall deutlich schwieriger. Wie gesagt, ihr könnt es selber mal ausprobieren. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wie natürlich auch noch Instagram, Snapchat und so weiter. Und falls euch sowas gefällt, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.